achieved with CryEngine 3. Herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt und es ist Sniper Ghost Warrior 2. Das Spiel ist vor kurzem erst rausgekommen eigentlich. Das Spiel ist genau am 15.03.2013 rausgekommen, also gestern. Und ja, ich habe sehr viel erfahren von dem Spiel. Also man kann eigentlich nur snipern. Und das ist jetzt der zweite Teil. Den ersten Teil habe ich gespielt, aber ich fand ihn nicht so gut. Aber ich habe den Trailer mir von dem zweiten Teil jetzt angeschaut und der hat mich echt fasziniert. Das Spiel wurde hergestellt von CryEngine, also von Crysis 3, die Hersteller. Und das ist extremst geil. Ich meine, das müsst ihr euch vorstellen. Sniper 2, das ist so geil, weil da kannst du alles machen, was du möchtest. Du kannst, naja, du kannst eigentlich snipern sehr oft nur. Wie es das Spiel eigentlich schon sagt. Sniper 2. Sniper Ghost Warrior, ja. Ja, du kannst sehr viel snipern. Ist ein Kriegsspiel, ja. Und ich bin gespannt, wie das Projekt zeigen wird uns alles. Ich kann mir da echt viel vorstellen. Ich bin gespannt. Okay, jetzt geht's mir gerade richtig am Arsch, weil meine PlayStation 3 speichert ganz schön lange. Und automatisch. Hä? Warum speichert er so lange? Müsst ihr mich verarschen? Junge, Junge. Hey, weh, die geht jetzt kaputt. Weh, das Spiel geht kaputt. Weh, das Spiel. Ich habe mir keine Quittung genommen. Hey, Junge. Huch. Jetzt weiß ich auch, was da auch der Fehler war. Da stand zum Fortfahren Start drücken. Ich bin auch gescheit, gell, Leute? Hi. Da hat man ein bisschen Sinn dabei. So, hier sehen wir. Ah, es geht sogar auf mehr Spieler zu spielen. Oder ist das Online-Spielen? Ja, online wahrscheinlich. Ja, Einzelspieler gehen wir mal. Und ich bin gespannt, was das Spiel uns sagen wird. Ich freue mich schon. So, neues Spiel natürlich. Okay. Einfach Mittel. Oder Experte. Nehmen wir einfach. Ich nehme Mittel. Mittel. Wird besser. Akt 1. Operation Quarterback. Kommunikation zusammengebrochen. Küstenregion der Philippinen. Zeit 1600 HAS. Juliet vor einer Woche. Okay. Augen nach vorn, meine Herren. Diaz, wer hat die Spione eingeladen? Diese Operation erfordert Teamwork, Anderson. Ich habe zugestimmt, dass du übernimmst, solange du die Sache nicht in den Sand setzt. Du meinst so, wie ich das in Sarajevo gemacht habe? Halt dich diesmal an den Plan, dann bekommen wir keine Probleme. Vor 3 Monaten haben russische Söldner ein Biolabor in der Arktis überfallen. Sie sind mit einer Menge Erreger eines afrikanischen hämorrhagischen Fiebers entkommen. Das Zeug lässt die Pest wie eine Grippe aussehen. Heute Morgen erhielten wir die Bestätigung, dass sie einen Käufer auf den Philippinen haben. Das ist Ihr Käufer, Kalalo, Filipino, einer von Abu Sayyafs dicken Fischen, also ganz oben auf Al-Qaidas Wunschliste. ZecDef hat Kalalo zum Gelegenheitsziel ernannt. Bei Kontakt töten. Haben wir den russischen Boss identifiziert? Im Moment nicht, aber das ändert unsere Zielvorgabe nicht. Dieses Einsatzkommando wird alle Parteien am Übergabeort eliminieren und diese Biowaffe zurückholen. Verstanden? Viel Erfolg! Okay, es kommt doch. Na, jetzt genau das gleiche kommt jetzt wieder. Also, ich glaube, wir beginnen mal damit. Bis hierhin, weiter nicht. Keller, du und deine Männer folgen dem Fluss bis zum Ufer hinter der Radarinstallation. Anderson und ich werden jegliche Unterstützung abschneiden, die mitmischen will. Wir treffen uns dort. Wird gemacht. Waldmanns Seil. Wird gemacht. Okay. Dann schauen wir mal, wir sind. Oh, da hat er wohl. Die Waffe gefällt mir schon jetzt. So, dann würde ich mal sehen, wir gehen den nach. Ich glaube, wir müssen den nach benutzen, eher um uns nicht umzusehen. Okay, und. Ups. Da wollte ich schon jemanden wegschlagen, aber geht ja nicht. Folge Diaz, neues Ziel. Okay, machen wir. Warum ist das so schnell und ich nicht? Halt, nicht schießen. Kontakt, ein Soldat. Okay. L1 um den Gewehr. Nein, zoomen kannst du mit A-Hack. Und L3 um Atem zu an. Also wie bei Nummer 1. Los. Oh. Geil. Jetzt ist er dran. Hammer. Was macht er da?
Check das mit der Thermaloptik. Mit der Thermaloptik soll ich das checken? Okay, mache ich. Ah, da ist sogar jemand. Da. Na los. Muss ich den abfetzen, du? Fetz. Hey, ich will ein. Ey, ich will ihn treffen. Das heißt Headshot machen mit ihm. Nicht an, nichts anderes. Hey, Alter, versteck dich da nicht so schwul. Alter. Sag mal, willst du mich verarschen, Junge? Ich will ihm nichts auf. Ja, jetzt da, jetzt da. Alter. Alter, was ist denn das für eine Scheiß? Ey, Alter. Aber die Grafik ist geil, muss ich sagen, vom Spiel. Ganz in Ordnung, jetzt habe ich gezielt und schlecht sogar. Da hat er jetzt geschaut sogar hin. Also, was macht er da überhaupt wirklich? Jetzt kann man da durchschießen, ich glaube schon, oder? Das ist ja nur Holz. Ja, kann man. Aber er lebt, er lebt. Okay, Duck! Endlich! Na Gott sei Dank! So, dann weiter geht's, wie er schon geschafft hat. Gesagt hat. Wie komme ich auf das? Okay. Passt. Und wie geht man schneller? Irgendwelche Informationen, wie sicher dieses Radar ist? Nicht genau. Das okay, Viereck drücken, um nachzuladen. Eigentlich. L3 rennen. Passt. Okay, kommen da welche schon? Nee. Aber wir können auch nicht rennen. Beginnt komisch, finde ich, das Spiel. Beginnt irgendwie komisch, aber es ist interessant. Unten bleiben. Unten bleiben? Okay, fetzen wir die ab. Los, beide gleichzeitig. Der rechte ist meiner. Auf die Plätze. 3, 2, halt! Was? Also ich würde jetzt abfetzen. Ich wollte schon schießen, Alter. Wenn ich es sage, aber Kopf unten lassen. Folge mir. Okay. Kopf unten lassen, hat er gesagt. Dann lassen wir den Kopf. Aber das sehe ich ihm nicht. Geil. Also die Grafik ist echt gut, nur dass ich finde das nicht so gut. So gut ist auch die Grafik nicht. Aber es ist okay. Die Grafik ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Nur das Grüne hier und so weiter, das haben sie echt ein bisschen schwach gemacht. Das haben sie nicht so noch realistisch gemacht. Ah, hier kann ich die Waffe wechseln mit Dreieck. Verstehe. Aber sonst ist alles in Ordnung zum Spiel. Oh. Uiuiui. Где-то у нас работает снайпер. От кого информация? Wer sagt das? Информация лично от кучки трупов с дырками от пуль. Кажется, работает снайпер и штурмовая группа. Думаешь, они движутся сюда? Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит. Habt ihr das gehört? Von welchem Amerikaner reden die? Keine Ahnung, darum können wir uns später Sorgen machen. Wir haben ja einen Blick auf Fisch an der Angel. Okay, weiter. Vorsichtig. Скорее всего нет. Босс отдал какой-то новый приказ, и теперь все носятся, как ужаленные. Что-то явно происходит. Голову не высовывают. Ja, wir müssen ihm natürlich nachgehen. Immer folgen den Dias. Ach, ich würde jetzt am liebsten schon abballen jedern. In der richtigen Waffe, aber es ist ein Sniper-Spiel. Was ist los jetzt? Ist ja keiner. Oh mein Gott, wehe, die sehen uns. Kann man die abschießen? Wäre geil. Oh mein Gott! Bitte. Anderson, folge mir. Ah, passt. Schnell Gas geben. Mitrennen mit ihm. Scheiße, der rennt wie Usain Bolt, Alter. Gib Gas. So, jetzt habe ich einen geholt. Ja. Nimm den nächsten und lass den anderen für mich. Abfetzen oder Takedown machen? Geht doch. Ja, Takedown mit Messer, das zeigt er uns oben an. R3, um einen Staff Kill durchzuführen. Okay, machen wir das mal. Oh, da kommt das Rote von dir raus. Ich nenne es Blut. Interessiert mich das Spiel, aber Alter, ich würde jetzt am liebsten was flattern da von denen. Das müssen wir ganz vorsichtig angehen. In Bereitschaft bleiben. Ich sag an, was läuft. Bereit. Du sagst nichts an, was läuft. Ich sag an, was läuft. Nehmt den Abbruch. Boot in unserem Sichtfeld. Nicht schießen.
Verdammte Scheiße. Ja, ich weiß. Abwarten und Tee trinken. Ja, aber ich trinke lieber Kaffee. Um mich runterzuhalten. Почему ты тут остановился? Чертов двигатель заглох. Ржавый ненужный кусок дерьма. Может, бензин кончился? Подожди-ка. Пойду посмотрю, может, в кузове есть. Мест. Ruhig bleiben, mach nicht schießen. Ui. Эй, стой! Заработал! Что? Все равно надо проверить. Да ну зачем? Я все осмотрю, когда приедем в главный лагерь. Садись поудобнее. Das war okay, jetzt wird's. Aus dem Weg. Ballere sein Hirn weg, bevor zurückkommt. Damn! Okay, der Knabe auf dem Anleger ist allein. Feuer frei. Okay, komm, Atemnahme halten. Hopp. Oh, oh. Fuck, er lebt. Los, komm. Oh mein. Oh nein. Leg an. Okay, da ist er. Tack. Voll getroffen. Okay. Scheiße, da ist überhaupt einer. Scheiße, der ist irgendwo da. Alter, aber den kann ich nicht abfetzen. Der versteckt sich zu gut. So scheiße, so schwul erst. Alter, warum? Das finde ich echt scheiße jetzt gerade. Oh, Alter. Da ist er. Da versteckt er sich, der Warme. Mit der Kappe. What the fuck ist das geil? Folge Diaz und eliminiere die Benannten. Ziele abgeschlossen. Okay. Okay, dann müssen wir im Nachhinein. Okay, Spiel wird gespeichert. Sehr schön. Gut. Gut. Und bleiben? Schon wieder? Warum? Oh, warum immer unten bleiben? Das ist echt cool. Nicht mehr lustig. Gelange unbemerkt durch das Dorf. Okay. Auf dem Vorsprung kommen wir nicht unbemerkt vorbei. Nimm den rechten ins Visier. Ich nehme den okay. linken. Aber schießt du jetzt? Tack. Geil. Folge mir. Oh, das ist ein Amazonendorf. Soll ich den jetzt abfetzen oder? Feuer einstellen, abwarten. Alter! Den würde ich jetzt am liebsten abknallen. Da schaut. So würde ich ihn abknallen mit seiner jämmerlichen braunen Kappe da. Alter Schwede. Warum? Unten bleiben. Ich bin unten, du. Alter, das kann sie nicht wahr sein. Langsam erregt es mich auf. Fuck, die sind ober uns, glaube ich, oder? Fuck, die sind wirklich ober uns. Fuck. Okay, weiter. Vorsichtig. Kann man nur so dumm sein und nichts von uns hören, Verbaster? Glauben, das sind Riesenfische oder was? 2 Meter groß oder was? 1,80 Meter, so. Naja. Die sind aber gut im Denken. Egal. Wer ist denn das? Wer pfeift denn da so deppert? Ich höre etwas. Ja, ich höre auch etwas. Okay, fällst du mir jetzt ab oder was? Okay, weiter. Vorsichtig. Da geht's. Na komm. Wohin geht's jetzt da? Bist du da? Okay, nachladen einmal lieber und hochklettern. Feind geradeaus. Schalt ihn leise aus. Roger. Leise ausschalten, also nicht abschießen, sondern einfach nur Stealth Kill machen. Abmessern. Tack. Oh. Ich finde das cool, weil bei Far Cry 3 messerst du sofort in sein Herz herein. Hier aber machst du was ganz anderes. Hier messerst du ihm nicht gescheit. Mich wundert, dass sie so schnell sterben. Boah, ich kann kein Sterben sagen. So episch geil. Boah, da immer diesen Dias nachfolgen. Das ist echt unglaublich. Schon wieder speichern.
Speichert sich sehr, sehr gut. Verdammt, was ist das? Ziviles Sportflugzeug, alte Bauart. Sieht instabil aus. Kriegen wir das in Gang? Wir haben keine sicher. Wahl. Das Ding versperrt uns die Sicht. Nach dir. Na sicher werden wir es schaffen wohl. Na klaro. Was glaubst du? Da wollte jemand den Landeanflug machen und hat das perfekt geschafft. Genau dahin. Vielleicht ist keiner jetzt im Leben mehr, aber ja. So ist es im Leben. Mhm. Voll super gemacht. Wow. Fuck. Scheiße. Oh, nein. Abfetzen. Drücke. Aha. Um Ferngas zu verwenden. Erstmal nicht schießen. Okay, da hier ist keiner. Hier ist keiner. Das ist es nicht. Hier ist einer. Hier oben sind welche zwei. Die Position im Wasser ist zu offen. Da werden wir in Fetzen gerissen. Das stimmt. Links ist deutlich besser. Wenn wir unsere Karten richtig ausspielen, können wir sie dezimieren. Schieß auf mein Kommando. Wir müssen hier ganz präzise vorgehen. Teil aus. Immer der Reihe nach. Check die beiden auf der Sandbank, die das Boot reparieren. Zuerst den, der den Motor repariert. Der den Motor repariert. Das ist der da hier. Oder? Und wo ist da ein zweiter? Ich sehe keinen zweiten. Oder? Ah, ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Da ist er, ja genau. Okay, den können wir natürlich nicht abfassen. Der hat nämlich keine Augen im rechten Ohr. Geht schon. Ins Auge! Jetzt den zweiten anvisieren. Oh, das war genau zwischen seinen Augen. Geil. Scharfschütze im höchsten Haus. Er ist Priorität Nummer 1. Okay, dem fällt's man natürlich ab. Dack. Steht da noch? Den habe ich jetzt nicht getroffen, gescheit. Unser Mann umkreist das Gebäude wie ein Geier. Warte, bis er hinter der linken Mauer untertaucht. Aha, der. Oh yeah. So geil. Die Daten hängen im Haus herum. Siehst du sie? Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Schieß auf das Funkgerät rechts vom Haus. Das lenkt sie ab. Funkgerät? Okay. Machen wir mal. So. Okay, der schaut weg. Den gehen wir mal abfetzen. Okay, der hat uns leider gesehen, aber egal. Holy motherfucking shit, schaut das geil aus. Wo. Schwimme an die Oberfläche, bevor dir die Luft ausgeht. Okay, schnell. Komm, ich will noch atmen. Geschafft. Gerade noch so. Entschuldige fürs Husten. Okay, da ist ein Boot. Wo ist er? Wir müssen abhauen, die werden das hier gleich untersuchen. Oh, die sehen uns. Wo ist er? Da. In Ruhe lassen, wir müssen versteckt bleiben. Okay. Ich weiß nicht, warum ich ziele immer. Okay. Los, rennen? Ja. So. Hier sind wir beim 800 Meter Start. Okay, das war's aber schon wieder. Oh, hier geht's weiter. Usain Bolt ist voran, wie immer. Aber wieder vorbei. Und wieder weiter geht's. Usain Bolt. 800 Meter. Oh. Vorsicht. Oh. You are. Komm. Abfetzen. Ey. Sag mal, willst du mich? Oh, tot. Okay, danke, Partner. Fetz ihm ab. Hey! Hörst du? Du warme Kugel hörst. Hörst fett, Alter. Hörst, nein, fuck! So. Und das war's mit dem ersten Part vom Sniper Ghost Warrior 2 und wir sehen uns beim nächsten Mal bei diesem geilen Sniper-Spiel. Und ich sag mal, tschüss!